Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Natürlich mit Thorsten Helbig. Ich habe schon einiges gehört, was der Thorsten heute erzählen wird. Eine Unterlage habe ich auch schon hochgeladen. Ja, also können Sie sich ruhig downloaden. Jetzt schon wird der Thorsten gleich wahrscheinlich drauf eingehen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat. Wir springen mal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Wie jedes andere Webinar auch bei uns, dient dieses nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie hier nichts als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Thorsten auch analysiert, handelt oder erklären sollte. Im Endeffekt müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen. So, dann würde ich sagen, Thorsten, stage is yours. Wenn irgendwas sein sollte. Ich bin ja da, keine Angst haben. Achso, irgendwo muss jetzt das Fenster von dir sein. Da. Versteckt. So. Okay. Ja. Ja, guten Morgen in die illustre Runde hier. Wie bitte? Nein, ich wollte nur sagen, dass man jetzt deinen Chart sieht. Alles hat er auch nicht mich gemeint. Ja. Okay. Ja. Bevor ich wieder Mecker kriege, dass hier irgendwas nicht funktioniert, es ist einfach mit der Technik etwas schwierig. Bei mir jedenfalls. Ich bin da auch nicht so ganz affin. Ich muss immer drei Bildschirme zusammenschneiden. Und das dann über OBS auf einen Bildschirm schmeißen und dann euch den Bildschirm übertragen und dann geht das mal nicht, dann geht das mal nicht. Das ist nun mal in der Technik manchmal so. Ich versuche jedenfalls morgens immer anwesend zu sein. Okay, so wie Florian schon gesagt hat, wir haben euch hier Unterlagen zum Download zur Verfügung gestellt und die möchte ich heute mal auseinandernehmen. Die Geschichte, die ich am liebsten mache, ich nehme euch mal hier einfach das Bild weg. Wer weiß denn mal grobe Richtung, was wir für einen Plan hatten? Was hatten wir denn vor? Was haben wir die letzten Wochen so miteinander erarbeitet? Und was haben wir im Euro festgelegt? Was war unser Plan? Wo wollten wir hin? Ich habe euch dafür die Analyse, die wir mit unseren Paternostern geschrieben haben, habe ich euch mal als Gäste zum Download zur Verfügung gestellt. Was war unser großes Ziel? Was war unser Plan? Der Heiko, der Jens, der Michael, genau. Wir wollten von hier oben, ich glaube, das letzte Webinar war am 21., wenn ich mich nicht täusche. So. So, 26, müsste da gewesen sein. Genau. Da haben wir den 21. Diese Kerze hier mit dem langen Docht. Das war der 21. Irgendwie läuft hier alles sehr, sehr langsam. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie das in der Übertragung ist, aber bei mir läuft das hier sehr schleppend. Du bist auch ein bisschen. Diese Kerze hier mit dem langen Docht hier, das hier war der 21. Das war unser letztes Webinar, welches wir zusammen gemacht haben. Ja.
Dann habe ich eventuell eine Idee, woran das liegen könnte. Und kleiner Blick, ich wechsle einfach mal. Ich bin im Wohnmobil und ich wechsle mal die WLAN-Verbindung auf mein iPhone. Thorsten, falls du was sagen solltest, man hört dich nicht. Ja, jetzt, Ah, ja. Aber jetzt hört man mich, oder? jetzt bist du wieder da. Der Ton ist etwas abgehackt, habe ich gerade gelesen. Jep, also war es vorhin, jetzt weiß ich noch nicht. Jetzt müssen wir es erst ein bisschen testen. Okay, wir, also wir versuchen uns hier ziemlich zügig heute mal durchzuarbeiten. Also, unser Plan war sehr richtig erkannt von ein paar Leutchen hier, dass wir gesagt haben, wir wollen hier in diesem Bereich wollten wir hoch zur 1099. Wie gesagt, die Analyse dazu könnt ihr euch runterladen. Wir wollten hier hochlaufen zur 1099 und dann runter bis zur 105. Wir haben uns unten zwei Ziele errechnet, einmal die 10510 und einmal die 10488. Um hier unten dann uns wieder nach oben zu verabschieden. Das Tief, was wir vorher gemacht haben, wir wollten nämlich mit einem Spike runter zur 10802, also wir wollten ganz kurz unter die 10802 rutschen, um dann dort in diesem Bereich abgewiesen zu werden und hoch zur 10099. Die 10099 ist es nicht geworden, sondern wir sind hochgelaufen bis zur 10936. Das heißt, wir haben das obere Ziel hier, was wir hier hatten, um circa 50 Punkte verfehlt für den idealen Start. In unserer Gruppe haben wir erklärt, warum das so ist oder warum das so sein sollte oder so sein muss. Wir haben hier das angepeilte Tief von 10802, was wir haben wollten und nur kurz durchpieken wollten, haben wir auch um fast 50 Punkte unterschritten. Wir sind noch runter bis zur 10757. Und wenn wir 50 Punkte tiefer starten, hier an diesem Tief, dann dürfen wir auch hier oben 50 Punkte früher abtreten. Okay, daraus hat sich dann dieser Plan ergeben. Ganz einfaches Muster. C gleich A, kein Hexenwerk. Ziel, wie gesagt, unten 105. So haben wir es auch diese Woche in der Analyse am Wochenende geschrieben, die wir am, das, was ihr da lest, ist am Sonntag an unsere Paternoster rausgegangen. Erkennbar, so beginnt, wenn mich nicht alles täuscht, auch diese Analyse, ist, dass wir für dieses Abrutschen hier nach unten nicht mehr viel Zeit hatten. Weil mit der gestrigen Tageskerze war dieses Ziel zu Ende. Gestern an der Lauf nach unten, und das Schöne ist, unser Lutz und ich, dann erkennt man auch mal, wer zuhört und wer so eine Pläne macht oder wer so eine Pläne dann auch dementsprechend umsetzt.
Der Lutz hat uns gestern mitgeteilt um Punkt 17 Uhr, dass er bei 1.05.16 ausgestiegen ist. Und um Punkt 17 Uhr. Und genau um Punkt 17 Uhr habe ich es gerade während der Fahrt meiner Frau diktiert, damit sie es unseren Paternostern mitteilt, dass wir hier in diesem Bereich über den 5-Minuten-Kerzen den Stopp hinterherführen und dann hier ebenfalls aussteigen. So, und das war genau dieser Bereich hier gestern. Hier ist die Kerze um 16.55 Uhr. Und wie gesagt, ab hier führe ich den Stop über diesen Kerzen hier mit ein bisschen Abstand nach oben, führe ich meinen Stop hinterher. Und Lutzern Exit war bei der 16, meiner war etwas schlechter. Schwieriger gestaltete sich gestern früh eher der Start, weil unser Plan lautete für gestern, dass wir den Idealpunkt da oben bei der 10668 haben. Und die 10665, sorry, die 10665 haben wir dort oben verfehlt. Leider. Wir sind allerdings dreimal, einmal, zweimal, dreimal, viermal sogar hier unten in den Bereich 21, 25 zurückgestoßen oder zurückgeschubst worden, um dann von da aus nach unten wegzuziehen. Wie gesagt, ich bin im Auto unterwegs und handle sowas dann einfach market manuell. Das ist immer dann etwas schwieriger. Okay, jetzt, wo wir das große Ziel hier erreicht haben, hier unten, die 105 war das Ziel. Diese ist hier einmal erreicht worden, da, und einmal hier sogar mit dem Low bei der 10480 mit diesem Spike nach unten sogar sauber unterboten wurden. Dadurch, dass wir nach C gleich A das Ziel exakt bei 10488 hatten, ist das hier in diesem Bereich komplett abgearbeitet. Ja, ich muss euch jetzt mal Slack hier wegnehmen, sonst klappert sich das dumm und dösig hier. So. Da merkt man mal wieder, dass nicht alle zuhören, ne? Wenn man hier ein bisschen was erklärt. Und dann hinterher stehen sie da und sagen, ja, das habe ich aber nicht gewusst, da war ich gerade nicht da. Okay. Daraus resultierend, hier haben wir, oder welche Resultate zieht ihr denn jetzt daraus? Falls ihr die Analyse nebenbei schon gelesen habt, haben wir in der Analyse noch festgelegt, diese Woche gehen wir Short oder werden Short-Positionen bevorzugen. Was sollten wir jetzt hier und heute tun? Was wäre euer Plan? Was wäre eure Idee, die wir hier eventuell umsetzen könnten? Thorsten, du hast bestimmt dein kariertes Hemd an, das du uns nicht zeigen willst. Nein, habe ich heute nicht. Ich beerdige in knapp 2 Stunden meinen Vater und dementsprechend bin ich heute mit Sicherheit nicht kunterbunt gekleidet. So, B gleich D,
gucken, ob es noch Supportzonen aus der Vergangenheit gibt. Leider nicht mehr viele. Long-Einstieg suchen, kurz Long für die Munitionskammer und dann Short. Noch einmal Shorten bis zum Tief, kurz Rücklauf nach oben und runter bis. Das heißt, Long-Einstiege suchen, Long-Einstiege nach Setup. Mal. Oh. Olli, genauso ist es. Wenn wir hier unten Ziele abgearbeitet haben, und die haben wir hier abgearbeitet, exakt 10508 haben wir abgearbeitet, 10488 haben wir auch abgearbeitet. Also gehen wir hier. Also ich schätze bald mal, das liegt wahrscheinlich an meinem Server. So, das heißt, wir haben hier diese Bewegung, ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber wir haben jetzt diese Bewegung hier vor der Nase, die wir ist so, das ist nicht mein Rechner, das ist mein Server. Aber den starte ich jetzt nicht neu. So. Er schleppt sich etwas her, der Junge. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich einmal mehr unterstreichen will oder unterstreichen muss, wie wichtig es ist, sich hier einen Plan zu machen. Einen Plan zu haben und diesen auch umzusetzen. Ob man den nachher in Geld umsetzen kann, Pips oder Punkte umsetzen kann. Das sollte er natürlich nicht. Ich nehme es raus. Ihr müsst jetzt mal mitschreiben. Da wir B gleich D auf dem Deckel haben, haben wir ja hier dieses Tief bei der 108. Hier dieses Tief bei der 108 und sind dann hier hochgelaufen. Und diese Bewegung, die könnte jetzt von unten hier nach oben dupliziert werden. Wir sind von der 10802 fast 400 Punkte nach oben gezogen. Wenn wir jetzt 400 Punkte nach oben ziehen würden, dann wären wir etwas zu hoch. Wir haben hier bei diesem Hoch, was wir hier jetzt sehen, nichts weiter gemacht als die vorangegangenen Tiefs, die wir links sehen, bestätigt, wie der Börsenhändler so schön sagt. Wir haben nichts weiter gemacht als diese Marken einfach nochmal abgearbeitet, nochmal bestätigt, um dort die entsprechenden Stops etc. Nochmal abzuholen. Das wären 400 Punkte, die hier nach oben gelaufen ist. Wenn wir 400 Punkte nach oben laufen, wären wir hier zu weit. Wir wären über der 109 bei 400 Punkten. Hier würde ich mir in dem Fall jetzt Longs suchen. Ich schreibe das hier rein, damit wir das dann auch für unsere Jungs und Mädels haben.
Das ist echt meine Plattform oder mein Server, der hier so langsam ist. Das ist nicht mein Rechner. So, long ab circa. Wir machen den mittelfristigen Plan und den heutigen Plan. 1.05 bis 1.08. Bonus 1.09. Nachvollziehbar, woher ich mir die Marken geholt habe? Ich frage ganz bewusst. Ich mache das ja hier nicht, um anzugeben, dass ich schöne Zahlen schreiben kann, sondern wir machen das ja damit. Der Händler, der vor mir sitzt und mich jetzt aber nicht sieht, die Möglichkeit hat, das auch zu verstehen, wie man solche Setups erarbeitet. Dass sie aufgehen, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr so groß diskutieren. Dafür haben wir die Analyse, ja, die wir für unsere Partnermaster gemacht haben, hier mal als Muster zur Verfügung gestellt. Wichtig ist, dass ihr das versteht. Okay, bitte Marken nochmal erklären. Okay. Wir haben hier dieses Tief markiert. Ich meine, das war bei 10802. Das Low 10805. Sorry. 10805. Von da aus ist die Korrektur eingesetzt. Wir haben diese Bewegung von oben nach unten hier in diesem Muster dupliziert auf oben nach unten und haben die auch exakt bei der 10488 zu Ende gebracht. Danach ist eine Aufwärtsbewegung von da nach da entstanden, von der 10805 bis hier hoch zum High bei 111, meine ich, 1180 ungefähr waren wir hier. Und von da aus sollte die Bewegung starten nach unten bis zur 10488. Wenn ich diese Bewegung, diese Abwärtsbewegung hier rüber dupliziere und sage, okay, die von oben nach unten sollte hier hin, dann muss ich auch die von unten nach oben duplizieren. Wenn ich die von unten nach oben dupliziere und hier ansetze, dann landen wir bei ca. 10888, 10888, weil das hier waren ca. 4 Punkte. 10888 ist etwas zu hoch. Wir haben hier einen Boden, wir haben hier den zweiten Boden und diese beiden Böden dürften sich auch hier von dieser Abwärtsbewegung ungefähr mit 50er Fibo-Level decken. Das heißt, diese Abwärtsbewegung nach diesem Regelwerk sollte ungefähr hier in diesem Bereich dann enden. Ungefähr da. Deswegen haben wir gesagt, ab hier unten jetzt eine Aufwärtsbewegung bis da hoch, bis an diese beiden Tees. Bonusziel wäre hier dann die 109, also circa noch 100 Punkte höher. Wichtig war, okay, verstanden jetzt so, oder? Okay. Das heißt, übergeordnet für den heutigen Tag suchen wir uns Long-Ziele. Long-Setups. So, daraus für diese Shorts
Szenario. Gestern hat sich diese Nummer hier ergeben. Wir wollten hier runter, dann wurde ich da hoch und dann wurde ich da runter. Ich habe gestern ausgeschlossen, dass ich hier Long Setup suche. Dabei die Nummer von oben nach unten. Wir haben am Sonntagabend, Sonntagnacht bei der Markteröffnung um 23 Uhr, haben wir die Shorts bei 10806 eröffnet. In der Analyse, die ihr hier lesen könnt, haben wir es dementsprechend auch beschrieben. Wenn wir am Sonntagnacht einen Upward Gap kriegen, werden wir dort gleich shorten. Und diese Nummer habe ich vorgestern bei 10666 glatt gestellt, zwischendurch zweimal pyramidisiert. Für mich kamen gestern Longs nicht in Frage, sondern der ideale Short-Start wäre hier bei 10665 gewesen. Das war auch mein Plan. Die 10665 hat er mir aber nicht gegönnt. Jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt nicht ewig dauert, bis ich hier da. So, hier haben wir unsere Zielbereiche für den heutigen Tag und die werde ich jetzt mal versuchen noch zu untermalen. Nein, das machen wir heute mal nicht, sondern ihr könnt euch ja Screenshots machen. Ich nehme jetzt alle Linien raus, da das Short-Szenario hin ist. So. Ziehen wir das Bild ein bisschen hier rüber. So. Und jetzt bauen wir uns hier schnell noch unseren Plan für heute. Besser dran gewesen, wenn wir ein bisschen früher das Webinar gestartet hätten. Diese Kerze hier war schon lange vor dem Start des Webinars hier, die hier. Und wir sehen, die hat ideal die 80 unten geholt und die 80, 10480 war unser Idealstart für die Long-Szenarien. So, jetzt müssen wir hier abwarten. Das Bild ist ganz schön hakelig heute. Ja, dein Ton ist auch zwischendurch ein bisschen sehr abgehakt. Dringende Auszeit. Wir haben hier. Dann ist das. Ich habe alles neu gemacht. Ich habe meinen Rechner neu gemacht. Ich habe meinen Router neu gestartet. Ich habe alles auf Null gesetzt heute früh. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Mit größeren Stops können wir hier ab 10508 starten, hier ab diesem Zielbereich nach oben ziehen. Dahin. Und die Alternative wäre nochmal eine Etage tiefer. Das wäre die 10408. Sich vielleicht gleich noch mal holen. Mit viel Glück. Darunter. Und dann nach oben weg. LTE-Verbindung, volle Granate, alles da. Und dann so ein. Für unsere Paternoster schon mal am Rande. Ich lasse euch heute dann alleine, wenn das hier auch nicht läuft. Und ihr müsstet heute mal auf den Lutz hören oder so. Der macht das ja ganz gut, wie wir gestern auch gesehen haben. Wir haben die Alternative. Wir können einmal hier bei der 10508 starten. Dann müssten die Stops hier unten drunter unter die 1,
Na, 1.05.06. So, long ab 1.05.08. 08, nicht 98. 08 und 1.04.88. Und 1.05.09 müssen wir noch beschreiben. Da. So, SL unter 1.04.80. So wären meine Pläne, wenn ich die mit einer einigermaßen Internetverbindung nachher irgendwo umsetzen kann, werde ich das auch tun. Jetzt könnt ihr einmal kurz knipsen, bitte. Wenn das erledigt ist, einmal kurz Bescheid sagen, bitte. Der DRG schreibt mir gerade, ich habe auch Kummer mit meiner Homepage. Mit einem Hinweis, kannst du mir bitte mal einen Screenshot davon schicken, was du da an Fehlermeldung kriegst? Und bitte per Mail schicken, nicht hier rein, das bringt mir nichts, weil der Chat ist nachher weg, der landet auch nicht bei mir. Sondern bitte per Mail schicken, dann kann ich das an die IT weitergeben. Aber danke für den Hinweis. Bedeutet, dass SL bei Entry 1.05.08 sind circa 30 Punkte. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich, wenn ich hier unten bei der 1.05.06 ungefähr hier in diesem Bereich starte, würde meinen Stop da drunter legen und lieber einmal 10 Punkte in Kauf nehmen und hier unten neu starten, wieder mit 10 Punkten Stop hier unten drunter. Weil wenn er hier durchsackt, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hier runterlaufen. Lieber hier einmal mit 8, 6, 8, 10 Punkten raus und dann hier unten einen Neustart wagen. 30 Punkte Stop sind mir hier zu viel. Okay, Bilder sind gemacht, sind hochgeladen. Danke für den Hinweis mit der Homepage. So. In der Analyse haben wir unter anderem auch über den DAX gesprochen. Was haben wir gesagt? Wo darf oder wo soll der DAX hin? Wir hatten hier in diesen Szenarien aufgerufen, dass wir hier runter wollen. Unter 14.057 stocken wir auf. Wir wollten runter zu 13.600. Die 13.600 haben wir gehabt. Und jetzt durften wir auch hier bis in diesen Bereich zurücklaufen, den er gerade versucht,
hier zu attackieren. Wir haben in der Analyse geschrieben, dass wir hoch dürfen bis zur 13.900. Von der 13.600 müssen wir damit rechnen, dass er zur 13.900 läuft, was er jetzt auch hiermit getan hat. Ich gucke mal, ob ich hier noch meine Idee finde, die ich hier gestern früh nochmal erklärt habe. Ich probiere das gleich mal im H4 einzuzeichnen. Hier haben wir keinen Stil drin. Okay. Dann machen wir hier einen H4 draus, okay? Wenn mich lässt. Wir haben hier im DAX eine SKS vom Feinsten. Und wir bewegen uns hier im H4, den ich ja nie berücksichtige, bewegen wir uns hier in einer bullischen Flagge, die von hier oben sich nach unten zieht. Bis zur 13.900 durfte er. Und deswegen ist auch hier sind neue Shorts zu starten. Die 13.900 kommt aus diesem Tief. Wir haben hier einen Doppelboden gemacht, den er hier kaputt gemacht hat. Dieser Doppelboden ist jetzt bestätigt. Und damit dürfen wir uns hier in diesem Bereich auch Shorts suchen. Ich ändere das hier mal. So. Na komm. Entschuldigung. 13.900. Shorts ab 13.900, nämlich genau ab hier. Ich bin natürlich okay. Ich shorte trotzdem. Jetzt. Ich habe hier noch ein Fenster offen mit DE30. So. Der Lutz schreibt das bei den Paternoster wahrscheinlich rein. Im Positionstool werde ich das nachher nachtragen. Shorts 13.900. Ich habe von gestern noch Shorts drinne von der 13.795. Und diese bleiben auch drin. SL, da das hier unser Regelwerk ist, ich mache das nächste Woche wieder gut, da bin ich wieder im Büro. Das ist Kaffee. SL 1, nicht 1, Mann. 13.975 für alle Positionen, die von gestern ebenfalls. Wenn wir uns die Muster hier anschauen, sind auch hier nur zwei einfache Regeln zu beachten.
einmal dieses Tief. Wir haben hier diesen Bereich, der angelaufen wird. Wir haben dieses Tief hier, was angelaufen wird. Wir haben dieses Tief hier, was angelaufen wird. Und wir haben von dieser Abwärtsbewegung noch einen Fibo, der ebenfalls dafür sorgen dürfte, dass wir erstmal so, den Fibo nehme ich raus und zeige dir gleich noch einen neuen ein. So, die letzte Bewegung. Da. Dahin. So, und dann sehen wir, dass wir genau bei der 13.931 circa haben wir es 61,8er Level. Deswegen sind durch diese Tiefs, durch diese beiden Tiefs und durch diese Geschichte hier, da dieses diese Fibo-Marke, sind diese Positionen hier in diesem Bereich so zu platzieren. Wer ein bisschen geiziger ist, wartet, bis wir oben anschlagen. Ich mit meiner technischen Affinität heute hier werde es nicht so machen, sondern nehme genau das. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch die SKS eingezeichnet kriege, damit ihr noch einen Überblick habt, und dann bin ich auch schon weg. Dann seid ihr mich schon los heute. So. Ich arbeite hier mit 80 Punkten Stop. Dann habe ich die Position auch hier im richtigen. So, die Zeichnung, die wir hier drin haben, hat sich erledigt. Die können wir alle rausnehmen. Und jetzt mache ich das ganze Spiel mal ein bisschen größer, damit ihr auch was seht. Wir kommen hier mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung von unten nach oben an. Wir haben hier den Schulterbereich links. Da. Der wurde im rechten Bereich, dann, wenn er mir die Linie jetzt hier mal reinpacken täte, wurde im rechten Bereich genau nach meinen Regeln einmal sauber durchschlagen. Das darf er. Und damit haben wir Schulter, Kopf, Schulter. Wir haben hier vorher das Tief und wir haben da vorher auch noch ein Tief. Können diese beiden Tiefs miteinander verbinden. Und wo ist unser Ziel aus dieser SKS? Wer weiß es noch? Wo wollen wir hin? Ja, das Short-Ziel im DAX. Die Short-Ziele ziehen wir uns und übertragen die von diesem Hoch hier nach unten. Lässt. Ja.
Und diese Linie, die duplizieren wir und legen die hier unten dran. Hier ist der Bruch erfolgt. Und dann müssen wir diesen Abstand von dort oben auch hier nach unten ziehen. Wenn er mich dann lässt. Macht er natürlich nicht. Mein Server ist eine Katastrophe heute. Entschuldigung. Und nicht wieder meckern. Ich war vorbereitet heute. Ich war zeitig. Ich war vorbereitet. Das ist doch scheiße. Zehn Sekunden verzögert. Meine Frau sagt mir gerade, ich komme 10 Sekunden verzögert an. Sie hört ja beides. Sie hört mich ja einmal live und einmal über den Bildschirm. Okay, also wir haben. Wie bitte? Nee, alles gut. Also ich krieg's nicht mit, dass du irgendwie verzögert bist oder so. Ja. Okay. Also gegebenenfalls bist du doch verzögert. Okay. 14.009. Wir kommen von der 14.009. Okay. 14.900 und wir wollen und sind hier unten ungefähr bei der 13.900. Das heißt, wir haben 1.000 Punkte von da oben nach unten. Und wenn wir die jetzt hier unten anlegen, an der 13.6, 13.7, dann landen wir hier unten bei der 12.6, 12.7 und dann lauert hier unten auch schon das Ziel bei der 12.4, nämlich genau das, was wir hier unten schon mal abgearbeitet haben. Das heißt, Ziel aus der SKS, das schreibe ich hier noch rein und dann sollten wir die Technik hier entlasten. Einmal mit Profis arbeiten. Ein einziges Mal. Ziele. 12.600, 12.400, 21, 22, 23, stimmt, sind ein paar Sekunden. Also ich möchte mir ja heute nicht zuhören müssen. Aber danke, dass ihr trotzdem da seid. Ziele aus SKS 12.600 und 12.400. Und die zweite Aufgabe macht ihr alleine, weil wir haben noch weitere Ziele. Und die möchte ich von euch nächste Woche haben. Die Frage stelle ich hier mal rein. Die Antworten könnt ihr mir dann nächste Woche mitbringen. Welche? Na komm her. Welche Ziele ergeben sich hier noch nach Regel C gleich A? Die könnt ihr euch jetzt erarbeiten und die Ergebnisse könnt ihr mir gerne per E-Mail schicken oder ihr könnt sie auch nächsten Donnerstag mitbringen, wenn wir das nächste Webinar hier machen. Deswegen, ich habe hier noch kein Take-Profit drinne. Den lasse ich auch weg. Ich arbeite nur mit einem
SL, keinen Take Profit, weil die Ziele liegen viel tiefer und die werden wir auch bis nächsten Donnerstag nicht erreichen. Die Analyse bitte könnt ihr euch runterladen, die könnt ihr euch mal durchlesen. Der Verfasser freut sich auch immer über ein Feedback und sagt jetzt einfach mal sorry für die etwas schlechte durch die schlechte Internetverbindung bzw. die Serververbindung. Und wir hoffen, dass es dann nächste Woche vom Büro, wenn wir im Büro sitzen, wieder besser ist. Und damit entlasse ich euch jetzt heute in den Tag. Auch die für die Paternoster, auch die Position von gestern ist mit dem gleichen SL hier versehen. Damit verabschiede ich mich jetzt und wir sehen und hören uns nächsten Donnerstag wieder. Dann haben wir ja schon Mai. Genießt den ersten Mai-Sonntag und sagt danke, dass ihr trotz der Verzögerungen und so, so zahlreich hier geblieben seid. Okay, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Jo, danke dir, Thorsten. Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ein bisschen an der Technik, aber ist ja eigentlich kein Problem. Von daher hören wir uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.